So, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy VII Remake. Ich habe jetzt den Fight nochmal oder bin ihn nochmal angegangen. Wir sind soweit relativ gut. Der Gegner hat nur noch ein kleines Stück Energie. Den Limit von Barret konnte, also Barret konnte sein Limit einsetzen. Der hat mich sogar gerade gerettet, als er mich wieder in der Zange hatte, der Große. Und ich habe in der Zeit, als ich wieder zu mir kam, Ifrit gerufen, der ist gerade am Auftauchen. Und das Problem ist aber, könnte knapp werden. Ich werde jetzt versuchen, nochmal mit Barret einmal zu heilen. Ich werde mit Cloud den zweiten Balken füllen, damit wir Ifrit einmal stark angreifen lassen können. Wir haben auch gleich unseren Limit, also höchstwahrscheinlich kriegen wir ihn platt, wenn er nicht wieder seinen komischen Mega-Tsunami ruft, ja. Der macht ja dann immer alles gleich komplett kaputt. Und ich weiß dann immer nicht, wo ich denn hinflüchten soll. Blöde ist, dieses komische Güllewasser zieht uns ja auch noch ständig Energie ab. Drückt mir mal die Daumen, gucken, ob es funktioniert. Oh, Tifa könnte auch. Moment, der hat zwei voll. Feuersbrunst auf Arco. Der müsste eigentlich tot sein. Mal schauen. Ja. Schön. Er konnte nicht sein Mega-Tsunami machen. Sehr gut. Ah, ist aber auch ein schrecklicher Gegner, ey. Meine Güte. So, Keule, dich haben wir jetzt endgültig besiegt. Gibt es hier noch irgendwas zu holen? Warte mal, wir sind vorhin sogar einmal aufgestiegen. Ja, mit Cloud. Oh, wir sind alle auf 29. Läuft. WP, können wir auch gleich wieder was machen? Können wir gleich machen. Fangen wir mal bei Cloud an. So, gehen wir mal gleich. Oh, da ist was Neues gekommen. Aber hier waren wir noch nicht fertig. Hier haben wir noch zusätzliche Materia-Slot. Physische Attacke 16 haben wir schon. Magische Attacke ist gut. Physische Abwehr. Magische Abwehr. Was ist hier im neuen? Physische Attacke 16. Ja, das nehme ich auch gleich. Definitiv. Also jetzt kommen die richtig guten Sachen. So, jetzt müssen wir wieder sparen. Drei Level mindestens. Dann gehen wir mal auf Barret. Auf seine Abrissbirne. Mal auf was Neues. Hier im ersten, glaube ich, haben wir alles. Genau. Hier fehlen noch zwei. Erlittert magische Schaden beim Blocken. Das ist jetzt nicht so wichtig. Was ist hier? Physische Attacke, physische Attacke, physische Attacke. Sehr gut. Leichenflatterer. Was ist denn das? Schaden von Limit plus 5%. Wow. Halt beim Töten von Gegnern TP. Das ist auch gut. Nehme ich das mal. Nehme ich mal. So, jetzt können wir wieder warten. Gut, dann gehen wir mal auf tiefer. Ich glaube, da fehlt ein WP-Punkt, oder? Guck mal, hier haben wir alles. Hier haben wir alles. Hier haben wir alles. Hier haben wir noch physische Attacke plus. Oh ja, hier können wir noch was einkaufen. Was haben wir hier? Wow. Nice. Aber erst hier. Physische Attacke. Wo ist das? Die hat auch Leichenflatterer. Na komm, nehmen wir das auch. Sehr gut. Na, langsam machen wir uns hier. Bloß leider gibt es hier wirklich kaum einen Bereich, wo man gut farmen kann. Also Erfahrungspunkte farmen, meine ich. Ich hoffe mal, oder ich gehe mal stark davon aus, das ist ja im zweiten Teil in Rebirth anders. Wenn wir auf der Weltkarte unterwegs sind, da wird das, denke ich mal, etwas besser. Gut, okay. Also, was ist hier noch zu holen? Nichts. Hier sollen wir wo rein? Bist du okay? Wo ist Corneo? Sorry, ist entkommen.
Verstehe. Ich finde ihn schon. Ich hab sonst eh nichts zu tun. Willst du nicht jemanden anders suchen? Hä? Du hast sie doch geliebt. Manchmal merkt man's erst, wenn man jemanden verloren hat. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Die Blume steht für... Was wollte sie wohl sagen? Ein Wiedersehen. Wie? Die Blume steht für ein Wiedersehen. Ich sollte sie erst finden. Du hast recht. Danke. Moment. Hast du etwa dein Versprechen vergessen? Natürlich nicht. Da ist er. Gehen wir raus. Dann sag ich, wie ihr hochkommt. Okay, na ich hoffe, wenn wir jetzt auf die Platte gehen, dass wir noch die anderen Quests machen können. Ansonsten müssen wir uns irgendwie nochmal davon tun. Na, hier geht's ja wieder raus. Jo. Weil die Quest, die wir angefangen haben, die würde ich gerne zu Ende bringen. Meistens geben die auch tolle Waffen und so weiter. Meine Lunge tanzt vor Freude. Hier entlang. Eine Seilpistole. Schießt das Seil zum Klettern ab und zieht euch daran nach oben. Hinter dieser Mauer liegt Sektor 7. Mit der Seilpistole könnt ihr euch über Hindernisse wie Mauern und Trümmer ziehen. Hat aber keinen Abseilmechanismus. Ist man erst oben, kann man nicht wieder zurück. Bevor ihr hochgeht, solltet ihr alles Notwendige erledigen. Dachte ich mir. Danke. Wir müssen los. Wir suchen auch jemanden. Verstehe. Dann viel Glück. Gleichfalls. Gehen wir. Erstmal zurück, da war noch eine Kiste. Oh, gleich drei Stück. Wahnsinn. Gut. Okay, also hier müssen wir wieder hin. Na gut, das ist ja genau eingetragen. So, Moment. Wir hatten einen Gegenstand von der Diebin, die uns hier Slums von Sektor 5 Stahlberg, da waren wir schon, Kanalisation, da waren wir schon, eingestürzte Schnellstraße Tunnel, da ist der dritte Schatz, da werden wir jetzt hin. Eingestürzte Schnellstraße und dann durch einen Tunnel. Dann haben wir die Quest nämlich auch erledigt. Und die war ziemlich aufwendig, muss ich sagen. Also wenn es da keinen tollen Questgegenstand gibt, ey, dann rast ich hier aus. So, Tunnel. Was kann er nur? Wartungspassage.
Tunnel. Hier, hier muss es sein. Gut, also rein hier. Gesehen. Oh, ist nicht wahr, oder? Alles klar. Hello again. Diamantes. Damit wäre die Suche nach Cornelius Kronjuwelen wohl beendet. Und was machen wir damit? Könnte ziemlich lange dauern, bis wir einen Käufer finden. Wir sollten sie Male geben. Die kümmert sich um den Wiederaufbau der Slums von Sektor 7. Oh, aber ich wollte hier nochmal die Kisten. Na gut, dann gehen wir die nochmal kurz her. Die Kisten mache ich noch kaputt. Da ist auch noch was Tolles drin. Auf jeden Fall Mogri-Medaillen. Ich hätte mit mehr Leuten gerechnet. Oh, schön euch zu sehen. Das hier schickt der Racheengel. Das sollte uns beim Wiederaufbau von Sektor 7 helfen. Der Racheengel? Der Racheengel der Slums? Habt ihr ihn etwa getroffen? Nein, er hat uns die Sachen nur zukommen lassen. Na sowas? Der Racheengel der Slums? Oh! Das ist ein wahrer Held. Sein Geschenk werde ich für einen guten Zweck einsetzen. Ach, ehe ich's vergesse. Das hier ist für euch. Könnt ihr sicher gut gebrauchen. Auch schön. 10 WP-Punkte für mich. Wunderbar. Die gleich einsetzbar, ja. Schönes Ding. Gut, aber was ist jetzt mit dem Reporter? Alle mal hergehört. Packt eure Sachen zusammen. Wir brechen bald auf. Warte mal. Wenn du nicht zurückgegangen wärst. Der hat uns doch den Auftrag gegeben. Denn? Ich glaube, hier geht's zur Kirche, ne? Ja. Warte mal, wir nutzen natürlich die Mogri. Ach, die Mogri sag ich schon. Den Chocobo-Taxi. Das Chocobo-Taxi so. Und holen uns erstmal nochmal die paar Kisten. Dab, dab, dab. Rein hier. Supertrank, Mogi-Medaille. Was liegt hier noch rum? Ach ne, okay. Gut, hätten wir das. Jetzt lass uns mal gucken, ob der Auftrag vielleicht schon abgeschlossen ist. Ja klar, der ist abgeschlossen. Brauchen wir gar nicht mehr zu dem Typ. Ja, dann ist ja nur noch ein Versteckter und das mit der Musik. Auf dem Wallmarkt nach Schallplatten sucht, die sie in der Jukebox spielen kann. Lass mal zum Wallmarkt. Das können wir doch schnell zusammen machen. Oh, da drüben sind Erfahrungspunkte. Hallo! Sehr gut. Da staunst du, was? Mm-hmm.
Ja, so langsam, aber sicher kommen wir dann dem Ende entgegen. Also noch haben wir ein paar Kapitel. 2, 3, glaube ich. So, Wallmarkt. Eingang, ne? Ja. Jetzt checken wir erstmal unseren Auftraggeber, die Kleine, weil wir haben ja, glaube ich, schon eine Schallplatte gekauft. Da war ein Ausrufezeichen dran, ne? Ich weiß nicht, ob ich das mit euch gemacht habe oder ob ich das alleine gemacht habe. Mal schauen, ob das... Ob wir das schon irgendwie abgeben können oder so, keine Ahnung. So, das war hier. Guck mal. Hoffentlich findet ihr tolle Lieder. Ja, guck mal, hier können wir auch eine kaufen. Da ist auch ein Ausrufezeichen dran. Ne? Tolles Lied. Bei der Melodie fühlt man sich irgendwie ganz tapfer. Okay. Wow! Bei diesem Rhythmus gerät mein Blut richtig in Wallung. Ich fühle mich wie ein junger Krieger. Da kann man ja gar nicht stillstehen. Nicht wahr, Junge? Wir beide verstehen uns. Leben ist Leidenschaft. Na, das ist immer ein schöner Spruch. Gut, wir haben den aktualisiert. Ja. Dank deiner Schallplatte scheint es einigen Leuten schon besser zu gehen. Versuche noch mehr Schallplatten zu finden. Ich habe noch eine gefunden. Moment. Hä? So viele junge Menschen. Ich will alleine sein. Okay. Also müssen wir jetzt noch irgendwo 2 Schallplatten finden. Hey, wie kommen wir hier hoch? Ah, nehmen wir mal die Treppe, wa? Schnelltrank. Der Wallmarkt ist ja nicht so groß. Und es wird ja zum Glück angezeigt, wenn wir irgendwas an Schallplatte hören. So, hier haben wir die eine geholt. Genau, Fight One. Ah, das war das, okay. Also brauchen wir hier nicht nochmal her. Wollte ich gleich mal da oben hoch? War nicht ganz umsonst. Oh, ein Elixier. Ei! Cloud, ich würde mich sehr freuen, wenn du mich auch weiterhin unterstützt. Ey, wir haben doch schon was. Ich weiß nicht mehr, wo man die anderen Bestias herkriegt. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinem Kampfbericht. Na toll. Hier wird was gespielt. Aber noch zeigt er mir nichts an. Hier! Ja klar, komm. Aber da war jetzt kein Ausrufezeichen da, ne? Egal, wir suchen weiter.
Armreif des Magiers. Hier ist noch was. Hier ist wieder mit Ausrufezeichen. Jawohl. Was guckst du so verzaubert? Hast wohl selten so gute Musik gehört, was? Kannst die Platte ruhig mitnehmen. Danke. Oh. Ja, passt ja zur Quest. Stand up. Hab ich sie jetzt? Ja, ne? Ja. Ich hätte gedacht, dass heute gut, eine fehlt noch. Kommen wir denn jetzt wieder raus aus dem Bereich? Ach hier. Die haben wir schon. Die andere wird auch versteckt sein. Hier waren wir schon. Konnten wir hier irgendwo rein? Aha, ah, ist aber kein Ausrufezeichen, schade. Ja, kommt doch gar nicht von hier. Über uns, oder? Wie kommen wir denn hier hoch? Oder von hier drinne? Ist was? Ich bin Kunde. Hallo, wir sind eine Apotheke, aber wir bieten auch andere Dinge an. Herzlichen Dank. Jo, ich habe auch zu danken. So. Was wollten diese Shinra-Gardisten eigentlich hier? Ich habe es erst gesehen. Diese Gardisten von Shinra haben Corneos Villa gestürmt. Hier. Ah, super. Willkommen. Eine Pause gefällig? Ich will gerne was kaufen. Wie bekomme ich die Platte? Wie bekomme ich denn die Platte? War doch hier schon mal. Der Typ an der Ecke, Mensch. Oh, die habe ich ja gar nicht gesehen. In meinem Alter hat man sich eine ruhige Minute mit guter Musik redlich verdient. Hm? Willst auch entspannen? Natürlich. Danke, danke. Damit ist die Quest beendet. Schade.
So, langsam. Good night. Wow. Das Lied ist so schön beruhigend. Mhm. Darf ich etwas hier bleiben und zuhören? Das war früher eins meiner Lieblingslieder. Aber klar. Dann wollen wir den alten Mann auch noch mal ein bisschen aufwecken, ne? Ups, da war's schon. Stand up. Das Lied kenne ich. Dazu haben Marlene und ich immer getanzt. Doch nicht so. Das geht ganz anders. Das Lied war ein Hit, als ich noch jung war. Ich zeig euch, wie das richtig geht. So, aus der Hüfte. Wow, toll. Jetzt weißt du, wie wir früher getanzt haben, Kleine. Macht echt Spaß, gemeinsam Musik zu hören. Vielen Dank für die Platten. Gern. Uns hat's auch auf andere Gedanken gebracht. Irgendwann kommt der Tag, an dem unsere Siegesfanfare erklingt. Bis dahin werden wir tapfer kämpfen. Haha, etwa nicht? Oh, WP-Punkte für Barrett. Oh, nice. So, jetzt haben wir hier alle Quests abgeschlossen, obwohl eine geheime Quest ist ja noch, die haben wir noch gar nicht gesehen. Aber wer könnte der Questgeber sein? Naja, da wir eh nicht alle... Wir haben ja schon in den vorigen Kapiteln ein, zwei Quests vergessen. Ist das jetzt auch nicht so schlimm. Gut, also geht es... Was hast du? Zurück. Was wollten diese Shinra-Gardisten eigentlich hier? Ihr habt richtig gehört! Angeblich ist Corneo verschwunden. Nirgendwo aufzufinden. Nicht wahr, oder? Ja, warte mal. Da müssen wir hin. Hier durch oder? Nee. Hier durch. Aufzufinden. Nicht wahr, Odin? Ja. Haben wir alles erledigt? Wenn wir hier rüber geklettert sind, kommen wir so schnell nicht wieder zurück. Genau. Ich gehe nochmal auf Nein. Wir wissen nicht, wann wir wiederkommen. Genau. Erledige werd... alles, was du noch tun willst. Ja, haben wir ja schon. Ich werde jetzt hier speichern und wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder, wenn es heißt Final Fantasy 7 und dann geht's hoch zur Platte. Dann wird's ernst. Wenn euch diese Folge gefallen hat, ihr wisst ja, Daumen nach oben, kommentieren, abonnieren. Wäre geil. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao.